Genau, ich berichte über die empirischen Grundlagen für die germanistische Linguistik, die am IDS zur Verfügung gestellt werden. Und ich beginne mit Derico, mache dann weiter mit unserer neuen Corpus-Analyse-Plattform und sage zum Schluss noch was zur Clarin-Anbindung. Christian Meyer hat eben schon das Brown Corpus erwähnt. Also auch am IDS gibt es eine für mich immer noch erstaunlich lange Tradition, was die Digital Humanities im weiteren Sinne betrifft. Also auch die Gründungsdirektoren Ulrich Engel und Paul Grebe haben zumindest nach 64, vielleicht 67 angefangen, Corpora am IDS aufzubauen. Und das erste Corpus wurde am IDS tatsächlich 1969 veröffentlicht, das Mannheimer Corpus I, auch mit 1 Million Wörter, und veröffentlicht damals noch halt auf Lochkarten. Also wer benutzen wollte, musste zum Rechenzentrum nach Darmstadt und konnte dann damit arbeiten. Am IDS haben wir allerdings, oder das IDS hat allerdings nicht aufgehört dann mit dem Mannheimer Corpus I, sondern relativ kontinuierlich weitergemacht. Zumindest seit 2004 geht es ganz kontinuierlich weiter mit dem Aufbau und der Zurverfügungstellung von Corpora. Und seitdem nennen wir die Textcorpora in Anlehnung an ein Kooperationsprojekt zusammen mit Herrn Hinrichs damals, Herrn Rohrer in Stuttgart und Herrn Pinkhall in Saarbrücken, deutsches Referenzcorpus Derico. Das Besondere an Derico im Vergleich zu anderen Referenz- und Nationalcorpora ist vielleicht, dass Derico eigentlich nicht dazu gedacht ist, es als Ganzes zu benutzen, also nicht als Stichprobe des Sprachgebrauch, sondern als eine Art Urstichprobe des gegenwärtigen Sprachgebrauchs. Das bedeutet, dass Nutzer eingeladen sind, sich selbst sogenannte virtuelle Corpora auf der Grundlage von Derico zu definieren, also sich sozusagen selbst stratifizierte Stichproben aus Derico zu ziehen, die eben für die jeweilige Fragestellung und die gemeinte Grundgesamtheit möglichst repräsentativ sind oder irgendwie ausgewogen sind nach Gusto 20% Literatur, 30% Gebrauchstext oder umgekehrt, wie man das auch gerne haben möchte für die jeweilige Fragestellung. Das hat zahlreiche Vorteile, dieses Designkonzept. Also der wichtigste ist kurz zusammengefasst, dass relative Größenverhältnisse in Derico insgesamt nicht relevant sind. Was vielmehr zählt, ist, dass ausreichend Streuung über relevante Strata da ist und dass die Strata halt ausreichend besetzt sind, sodass Nutzer sich tatsächlich auch Stichproben definieren können auf der Basis von Derico, die eben auch nutzbar sind. Ja, gerade im Bereich der Streuung zu notorisch unterbesetzten, schwach besetzten Strata hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Wir haben vor ein paar Jahren eine Akquisitionswelle im Bereich Belletristik gestartet, deren erste Früchte wir jetzt ernten können. Da hat sich viel getan. Dann arbeiten wir jetzt an populärwissenschaftlichen Texten, insbesondere an Zeitschriften. Was konzeptuelle Schriftlichkeit betrifft, haben wir dank Andreas Blätte die Pollmann-Plenarprotokolle in Derico integrieren können. Er hat es eben schon erwähnt. Und im Bereich konzeptueller Mündlichkeit und da eigentlich fast nur im Bereich internetbasierter Kommunikation tut sich gerade auch sehr viel und schon seit einigen Jahren. Also wir haben die Wikipedia-Diskussion in Derico integriert. Angelika Stoer hat es gestern schon erwähnt. Wir haben neuerdings angefangen, Usenet News zu sammeln und die teilweise schon in Derico integriert. Und natürlich das Dortmunder Chatcorpus, das eben aus dem Clarin-Kurationsprojekt Chatcorpus zu Clarin mit entstanden ist, dass wir jetzt, wo das Rechtsgutachten fertig ist, endlich halt auch in Derico integrieren können und tatsächlich auch zur Verfügung stellen können. Was die geografische Abdeckung betrifft, sind wir jetzt auch recht gut aufgestellt. Das sind jetzt hier nur Presseerzeugnisse, die hier dargestellt sind. Also man sieht, dass bis auf Sachsen-Anhalt und bis auf Sachsen-Anhalt eigentlich alles ganz, ganz gut abgedeckt ist jetzt regional.
Die ganzen Entwicklungen haben dazu geführt, dass Derico in den letzten Jahren ziemlich gewachsen ist. Und zwar 2006 waren es noch 1 Milliarde Wörter und jetzt haben wir es fast mit 30 Milliarden Wörtern zu tun. Gleichzeitig haben wir auch einen Anstieg an Benutzern zu verzeichnen, der nicht ganz so dramatisch ist, aber wir hatten 2006 noch 10.000 Nutzer von Derico über die Corpus-Recherche-Software Cosmas 2 und haben jetzt etwa 38.000 Nutzer 2016. Die sind jetzt auch schon relativ bereinigt. Es kann sein, dass sie schon mal 39.000 gelesen haben, aber das liegt daran, dass wir 1.000 Karteileichen jetzt gerade letztes Jahr entfernt haben. Also diese Entwicklungen haben unsere Corpus-Recherche- und Analyse-Software Cosmas 2 vor gewisse Herausforderungen gestellt. Die wurde bereits 1993 konzipiert, ist also schon ziemlich betagt. Diese Herausforderungen liegen allerdings gar nicht mal so sehr an den Korpusgrößen. Das sind vielleicht an Primärdaten ein paar hundert Gigabyte, nichts Dramatisches. Etwas mehr Daten sind schon die Annotationen, das sind dann vielleicht insgesamt 10 Terabyte. Da kommt einiges zusammen an Annotationen, aber auch das ist eigentlich nicht das Problem. Im Information Retrieval 10 Terabyte ist ja nichts. Was vielmehr halt problematisch ist oder nicht ganz einfach ist, dass eben viele Techniken aus dem Information Retrieval nicht direkt übertragbar sind auf unsere Situation. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir natürlich ein wissenschaftliches Werkzeug haben müssen als Recherche- und Analyse-Software und hat auch was damit zu tun, dass der Kontext ein bisschen anders ist, dass wir Sprache nicht als Hindernis auf dem Weg zur Information haben, sondern Sprache wirklich der Gegenstand der Forschung ist. Und dass eben fantastische 97% Recall halt oft nicht genug sind, weil Linguisten nämlich genau an den restlichen 3% interessiert sind. Zumindest passiert das recht häufig. Und da müsste halt unsere Analyseplattform auch irgendwie mit umgehen können. Außerdem haben wir natürlich viel komplexere Annotationen und Anfragen, die wir unterstützen müssen. Wir haben, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, vor ein paar Jahren angefangen, das neue Recherchesystem zu entwickeln, CoRAP. Das wird Cosmas 2 sukzessive in den nächsten Jahren ablösen. Es wird parallel laufen zu Cosmas 2. Wir haben es seit 2014 auch im internen Testbetrieb. Aber es ist noch nicht ganz fertig, aber die öffentliche Freischaltung ist also für dieses Jahr auf jeden Fall noch zu erwarten. Eine Besonderheit ist von CoRAP, dass es eben horizontal skaliert. Das heißt, wenn ein Such- und Analyseknoten zu langsam ist, nehmen wir einfach ein paar weitere dazu. Dann unterstützt CoRAP verschiedene Anfragesprachen, zum Beispiel natürlich Cosmas 2 Ansprachesprache, Polycarp wird unterstützt, das ist eine Weiterentwicklung von CQP oder ein CQP-Dialekt. Dann speziell für Dependenzannotationen etwa gut geeignet ANIS, die ANIS-Anfragesprache. CoRAP unterstützt beliebig viele Annotationsschichten, man sieht hier Part-of-Speech-Annotationen, Lemma-Annotationen, aber es werden auch Dependenz- und Constituents-Annotationen unterstützt. Die können auch entsprechend visualisiert werden. Man kann natürlich auf den Annotationen auch suchen, auch mit regulären Ausdrücken. Und um diesem Problem des mangelnden Recalls ein bisschen Herr werden zu können, kann man eben auch auf verschiedenen Annotationsschichten gleichzeitig suchen und dann zum Beispiel die Vereinigung der Treffer sich betrachten. Also in dem Fall bei dieser Suchanfrage kriegt man 1 Million Treffer mehr, wenn man die beiden OpenNLP und den Tree-Tagger zusammennimmt. Dann kann man eben diese virtuellen Corpora dynamisch aufbauen, für uns halt, wie gesagt, eine wichtige Sache. Und was ein weiterer Vorteil gegenüber Cosmas 2 wird sein, dass halt wir viel stärker, viel mehr Visualisierung integrieren und eben genau nach dem Prinzip, das Andreas Blätte eben auch schon erwähnt hat, dass wir halt an jedem Punkt halt den Rückbezug zu den Daten, zu den Texten halt ermöglichen wollen. Also wenn man auf so einen Datenpunkt klickt, dann kommt man eben in so einer Frequenz, in so einem Frequenzverlauf, kommt man eben zu den Treffern aus dem jeweiligen Jahr zurück jeweils. Das Ganze ist Open Source unter der BSD 2 License, ist auf GitHub veröffentlicht, die meisten Teile zumindest schon. Was die Infrastrukturanbindung
betrifft, ganz kurz. Wir unterstützen natürlich Federated Content Search. CoRAP ist bereits an Weblicht angebunden. Das Metadaten-Harvesting machen wir nicht über CoRAP, sondern über Langzeitarchivierung. Und eine andere für uns halt sehr wichtige, interessante Sache ist das Anheben des Konzepts virtueller Corpora eine Ebene höher auf Standort verteilte virtuelle Corpora. Unsere Vision wäre halt mit, dass man sich ein virtuelles Korpus aus den Daten von Leipzig, Berlin und Wien und den IDS-Daten zusammenstellen kann, so wie man das gerne hätte, und dass man in diesen Daten dann Analysen machen kann. Das ist allerdings auch so ein Thema, wo halt relativ deutlich wird, oder ja, wo die Frage deutlich wird, wie viel Infrastruktur wir uns in den Geisteswissenschaften oder speziell in der Linguistik leisten können. Und das betrifft natürlich nicht nur die Entwicklung, sondern eben auch die Wartung und solche Dienste eben aufrechtzuerhalten. Was diese virtuellen Kollektionen betrifft, ist ein Beispiel, wo das für uns halt sehr sinnvoll erscheint, das Beispiel vergleichbarer Corpora, denn Corpora werden für die meisten Sprachen sowieso aufgebaut als nationale Projekte, und da erscheint es uns sinnvoll, halt nicht an jedem Institut wiederum vergleichbare Corpora aufzubauen, sondern die vorhandenen Corpora virtuell sozusagen zu vereinigen über eine einheitliche Recherche- und Analysesoftware und so halt vergleichbare Corpora definieren zu können. Und in diesem Zusammenhang haben wir so ein Pilotprojekt gestartet, zusammen mit Anna Kosma von der Uni Bukarest und dann Tufisch und dann Christea von der Rumänischen Akademie der Wissenschaften. Ja, das war's auch schon.